Oh, die Bearing Blätter fallen alles hier runter. Das ist ne Akazie, ja. Akazie, fall runter. Nimm deine Blätter hier runter. Lass dich runterstürzen. Oh mein Gott, der Mod. Oder das Plugin, sorry. So, denn. Agazin. Ja. Agazin. Wir gehen hoch hier. So, keine Gegner hier. Wir müssen hier weiter den Boden machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Sechs, sieben, acht. Oh, jetzt ist der Baum auch noch im Weg. Wieso ist der Mod so? Prinzip, wenn es mehr Äste gibt. Dickere Stämme, alles mögliche. So, richtig bäh. Aha. So ist aber fein. Pilze, ich sehe Magic Mushrooms. Eine Kuh. Oh, jetzt war ich noch hier runter. Oh, hallo Zombie. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Ich weiß, wie ich hochkomme. So, man sollte es doch nutzen, wenn man es schon kann. Ja. Okay, wir sind unten ohne Schaden zu bekommen. Schon kein Platz mehr, oder doch? Ah, nur ein kurzer Lag. Lags auf meinem Server, geht's noch? Hallo Zombele. Hey Zombie! Ich bin besser als du im PvP. Geh weg von... Hey, pssst. So. Gut. Voll viele Blätter haben wir jetzt. Hui. Und viele Stämme. Viel Holz. Holz für die Burschen. Sicht. Wir haben einen schönen Platz haben wir hier. Und
wunderschön. Das ist schön. Wunderschön. Ja, mega cool. Man hatte leider momentan noch keine Zeit, weiterzubauen. Aber der hat bald wieder Zeit. Kevin macht wahrscheinlich jetzt auch in der RPG-Welt vielleicht was, wenn er auch Zeit hat. So, er hat ja den Spawn eigentlich fertig gebaut. Wurde schön, innen hat er noch ein bisschen gebaut. Und ja. Jetzt will er zuerst wahrscheinlich das GS machen und dann vielleicht fangen wir richtig an, zusammen die RPG-Welt zu modellieren, damit ihr dann auch mal, wenn ihr Bock habt, dort ein bisschen aufnehmen oder einfach nur, ja, dabei sein, je nachdem. Wir müssen dann noch schauen, wie wir die Regeln am besten anpassen, weil es ist uns schon wichtig, dass wir ein Projekt sind, ein Projekt haben, wo Let's Play zusammenkommen oder auch nicht Let's Play, nur Gameplay Leute oder sonst irgendwas und ja, uns ein bisschen austauschen. So, schönes Panoramafenster hier. Ja, das ist nicht gerade ein Panoramafenster, aber man könnte es eigentlich so machen. Weil hier so schön runter geht, könnten wir das so machen und dann hier überall Glas hin. Ja, jetzt musst du leider weg, du wächst hier sowieso nicht. Und gehst am besten hier hin, wenn du hier wachsen kannst. So. Nein, nicht so. So, oder? Und hier auch. Schön. Und plopp ist das schon gewachsen. Oh Gott, Trolleybaum. Bist komisch gestürzt. Du bist falsch gestürzt. Ganz falsch. Aber richtig falsch. Das ist schön, wunderschön. Ach komm schon. Nicht trollen. Bäumchen. Rotes Bäumchen. So. Ah, muss das auch noch weg, oder was? Ah, hier weißt schon was. Hier noch nicht. Ja toll, nicht mal Körner. Und ein neues Hühnchen. Ein neues Hühnchen. Ein neues süßes Hühnchen. So, dele. Nehmen wir die Bücher raus, so. Haben wir so viele Bücher? Von einem Dorf oder so? Das weiß ich gar nicht mehr. Gut. Kartoffel kann man doch einfach so setzen. Ja, machen wir hier Kartoffel. was wollte ich noch holen?
Wow. Ja, ich werde mal hier ein bisschen suchen, ob wir hier nicht irgendwas haben. Nö, scheinbar nicht. Wir müssten uns fast hier rüber bauen. Aber mit meiner Gesundheit mache ich das nicht jetzt. Muss vielleicht ein bisschen Weizen zu Brot verarbeiten. Einfach in den kräftigen Table rein tun und dann ein bisschen umrühren. Schon hat man einen Brotlaib. Oh, wir haben hier sogar schon Brot. Dann nehmen wir die Karotte. Und das Brot. So, Dele. Was eins zu tief geht's ne? Trollululululul. Ah nein, wir machen das schon. Wir machen das schon hoch. Genau. Aber hier machen wir Treppen hin. So. Eins, zwei, drei, vier. Dann müssen wir das schon eins höher machen, das Dach. So. Und hier unten auch. Und jetzt das Crafting Table und den Ofen machen wir hier hinten hin. So. Jetzt brauchen wir das Crafting Table. Schön. So, Hotel. Zubauen. Und ich wusste es. Wir haben ja kein Glas da. Ach, wir müssen Glas gießen. Voll der Fail. Haben wir Sand? Ja, wir haben Sand. Sodli. Können wir zum Beispiel hier die noch hin tun. Okay. Haben wir sonst noch was? Hier könnten wir eigentlich den... Nein, geht nicht. Wir könnten den Zaubertisch eigentlich hin tun, aber da müssen wir noch ein bisschen expandieren. Nach links. Fail. Schade. Hallo. Bisschen Fail gemacht. Schade, dass nicht Connecting Glass ist, sonst hätte man hier schön zusammenes Glas. Aber leider gibt es Optifine noch nicht richtig funktionsfähig auf 1.75. Und auch MC-Patche funktioniert bei mir irgendwie nicht. Bei 1.6 ging das sah so gut. Aber hier nicht. Haltet die Schnauze. Ja, kommt nicht mal etwas raus. Hühner. Komm, zusammen. Mach zusammen einen Huhn.
Hallo. Okay. Dann gehen wir in den Stollen. Und graben uns hier weiter. Ja, eh in den Stieb. Hier kann man hin, können wir uns nicht so graben. Aha, wir haben hier angefangen, genau. Einfach mal gerade auszubauen. Jetzt machen wir hier weiter. Redstone brauchen wir nicht unbedingt, noch nicht unbedingt. Können wir lieber mal ein bisschen Gold noch sammeln. Na toll, ich habe kein Wasser mehr im Eimer. Das bringt's nicht so. Okay. Ja, da müssen wir schon in die andere Richtung graben. Was hier nicht so gut weitergeht. Kommt Diamanten. Hallo, Diamanten. Ach komm schon. Zum guten Glück haben wir Schaufeln. Immer noch Lava, noch mehr Lava. Was ist denn Redstone? Ah, schon Diamanten. Cool. Zwei. Ja. Drei. Vier. Cool. Okay, 4 plus 2, 6. 2 braucht man für den Zaubertisch, 3 für eine Spitzhacke. Und dann haben wir noch einen übrig. Nice. Dann können wir eigentlich direkt danach eine Diamantspitzhacke machen. Für Obsidian. Aber zuerst machen wir hier die Spitzhacke kaputt. Noch mehr. Und nicht wegwerfen. Da bitte. Oh, ist das geil. Ist das geil. Komm, Zombie, wo bist du? Ich brauch dich. Hallo Zombele, komm. Hast du keinen Bock zu kommen? Ah, das ist ein kleiner. Darmtöter, der ist so komisch. Lapis Lazuli, das könnten wir dann gebrauchen, wenn wir 1.8 haben. Weil mit dem Lapis Lazuli kann man dann bei 1.8 verzaubern. Also wir brauchen dann noch eben Lapis Lazuli zum Verzaubern. Damit es ein bisschen balancender wird. Aber da wir sowieso extrem viel Lapis Lazuli finden, ist das eigentlich uns egal. Ist nur für den nicht so egal, wo Lapis Lazuli eigentlich nie mitnehmen. Da haben sie nämlich Pech gehabt. Lava. Okay, gehen wir zurück. Irgendwo muss doch hier ein bisschen Wasser sein. Kann doch nicht so wasserlos hier sein. Das ist Lava. Hat sie hier irgendwo Wasser? Auch nicht.
Aber hier können wir ein bisschen abbauen. Nein, das ist kein Holz. Das ist Holz. Sudele. Hallo, nicht spinnen. Steuerung. Okay, graben wir hier mal runter. Hoffentlich ist nicht hier mehr Lava ist, aber ich höre nichts. Da ist wahrscheinlich hier kein Lava. Doch, ist Lava. Jetzt höre ich's auch. Mist. Und tiefes Lava. Hier auch. Aber hier ist angenehmes Lava. Wenn wir das irgendwie jetzt zumachen könnten. Oh. Dann könnten wir hier nicht anfangen. Mit dem Abbau. Mist. Oh mein Gott, jetzt ist hier drüben auch noch Lava. Ihr wollt mich verkackeln. Ey, wie stark ist denn Lava? Hey, oh Gott, haben die das Lava stärker gemacht? Das ist grässlich, überall gibt es Lava. Das Kies hier hin. Und es fällt runter. Hallo Skeletti. Ach komm schon. Ah, das ist ein Creeper. Ein Enteman. Ja, danke schön. So, du kommst jetzt auf die Schnauze über. Ha. Ich hab gemogelt. Ich bin zu böse. Böse. Nie Creep Endermans angreifen, wenn sie dich so in leicht schlagen können, weil irgendwie die Physik nicht stimmt. Das mag ich ja nicht. Das ist kacke. In Form schreiben sie jetzt, wieso Mojang eigentlich nichts mehr Anständiges macht, oder? Das ist ja noch in Ordnung. Fans brauchen Content und das wird bei Minecraft leider nicht mehr so getan. Aber dann die Gegenkommentare sind mal wirklich unter aller Sau. Da schreiben sie sogar zum Beispiel, Mojang will, dass Minecraft schlicht bleibt. Es ist nur ein kleines Spiel und sollte auch ein kleines Spiel sein. What the fuck? Seit wann ist Minecraft ein kleines Spiel? Ja, okay. Ich kann ja verstehen, dass die Grafik oder so schlicht gehalten werden will oder so. Aber doch nicht dann einfach nichts mehr machen. Gar rein nichts mehr machen. Nur noch kleine Bugfixes bei Bugs, die alle 100 Jahre einmal auftreten. Bringt's nicht, also bitte. Und das, ja, eben, bei 1.8 kommt eigentlich nicht viel Neues dazu, eigentlich nur Bugfixes. Und das heißt einfach, dass irgendwie Mojang keinen Bock hat mehr weiterzuentwickeln, dass sie langsam runterfahren oder so. Also ich würde es wirklich willkommen heißen, wenn sie weitermachen würden. Sonst mache ich mir mein eigenes Spiel, das genau abgekupfert von Minecraft ist. Und ich entwickle es dann weiter. Ha, bin ich frech. Ich bin zu frech. Ich bin frech. Hallo. Eine Spinne. Also Lapis Lazuli haben wir genug für den Patch 1.8. Ah, hallo Creepy. Oh, heute schon explodiert, nicht? Okay. Tut mir leid. Aber das geht momentan nicht. Ich habe sie ihnen verboten.
keine Terroristen auf dem Server. Schieß, schieß ihn ab. Nicht mich. Komm jetzt, schieß ihn ab. Nicht mich. Nicht mich. Schieß ihn ab. Genau. Ah, oh, zwei. Schieß ihn jetzt endlich ab. Aber wieso muss ich jetzt in der Ecke sein? Genau. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Nicht mich. Ich sterbe ja noch früher, also du... Okay. Kein, nichts gedroppt? Frechheit. Und ich habe mich so geopfert. Mist. Man kann nicht alles haben. So, Dele. Oh, ich habe noch die Rüstung, Mann. Ja, die habe ich sowieso auch im Server im Modus Gold, einfach nicht im Ding. Im Let's Play, schade. Aber darum habe ich so viel ausgehalten. Die haben keine Chance gehabt. Wir sind in einer voll kompletten Eisenrüstung. Oh Gott, Gott. Das sieht nicht gut aus. Ah gut. Zum guten Glück ist das Gift nicht stark. So, hier sind wir irgendwo rausgekommen, oder? Ist das das Falsche? Das ist eigentlich gut, wenn das das Falsche ist. Können wir hier Obsidian abbauen? Wir bräuchten eigentlich nur vier. In die Hölle will ich noch nicht gehen. Home House. So. Prima. Den Müll mal verräumen. So habe ich hier. Das weiß das. Ah, wir haben ja die Schallplatte bekommen. Okay, dann machen wir noch ein Plattenspiel und dann können wir Musik hören. Ist das nicht wunderbar? Als würde man das gebrauchen können, aber ich finde es einfach gut, wenn wir es sammeln könnten. So, Diamanten haben wir, Bücher brauchen wir noch. So. Okay. Zaubertisch. Jetzt noch. Ein paar Bücherregale. Ach komm schon. So. Prima. Ja, danke schön, Bibliothekar. Und das nächste Mal werden wir hier rüben. Das Haus rüber machen und dann einen Zaubertisch hin tun. Und ja. Alles nach dem anderen. Wir tun wieder die Sachen hier rein. Oder machen eine neue Kiste. So. Hier hin.
können wir das nächste Mal gleich weitermachen. Gut. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mitmachen könnt, einfach bei mir anmelden. Und ihr kommt auch auf dem Server. Aber bitte aufnehmen. Also, Dankeschön. Tschüss.